Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von maxwireless.de. Mein Name ist Max und heute möchte ich euch die LTE-Funktionen bzw. die mobilen Breitbandfunktionen von Windows 8 vorstellen. Da hat sich nämlich im Vergleich zu Windows 7 ganz viel getan. Und im Prinzip braucht ihr, wenn ihr einen Laptop oder einen Computer habt mit integriertem Modem, zum Beispiel mein Fujitsu U772 Ultrabook hat ein integriertes Modem, was auch zum Beispiel LTE kann. Dann braucht ihr nur noch die Treiber installieren, was eigentlich automatisch schon gemacht ist, und ihr braucht keine spezielle Software mehr. Oder wenn ihr einen UMTS-Stick benutzt, dann braucht ihr auch keine Software mehr, sondern könnt einfach hier unten ganz normal auf dieses Verbindungssymbol, wo die ganzen WLAN-Netze angezeigt werden, draufgehen und dann wird euch hier oben angezeigt unter Netzwerke mobiles Breitband. Und wenn ihr kurz ein bisschen länger drauf haltet, dann steht auch der Typ, das heißt, wir sind hier in einem LTE-Netzwerk eingebucht und hier steht auch direkt Vodafone.de, das heißt der Anbieter. Eventuell müsst ihr noch eine PIN eingeben, in dem Fall ist das nicht hier. Und hier, wir können hier zum Beispiel einstellen, dass er sich automatisch verbinden soll, wenn kein WLAN an ist. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht. Was wir noch sehen, ist die Nutzung hier. Das heißt, das ist sehr praktisch. Hier wird das Volumen angezeigt, was wir über den Laptop verbraucht haben, über Windows 8. Und ja, wir können dann hier ganz einfach verbinden. Das geht super schnell. Wir sind jetzt schon verbunden. Das wird hier so angezeigt. Und wir können hier auch, das ist eine Besonderheit von Vodafone, da die schon eine App für Windows 8 haben, auf mein Konto anzeigen gehen. Und dann sind wir hier im Prinzip in einer App von Windows 8 von Vodafone. Und wir können uns zum Beispiel hier das Konto online anzeigen lassen. Das heißt, da steht dann dieses Vodafone Center, das kennt ihr ja sicherlich. Wenn ihr eine Vodafone-Karte habt, dann könnt ihr hier zum Beispiel eure Details einsehen und eventuell Volumen nachbuchen, wenn das Volumen schon verbraucht ist. Gut, gehen wir mal zurück. Was können wir sonst noch sagen? Wir haben zum Beispiel einen Flugmodus, das heißt, wir können generell den kompletten Funk ausschalten, was auch sehr praktisch ist, und auch WLAN-Verbindungen zum Beispiel. Da wird die Nutzung angezeigt. Das heißt, sehr praktisch und ein Riesenfortschritt zu Windows 7. Ja, natürlich kann man auch den anderen Verbindungsmanager weiter benutzen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier den Sierra Wireless Manager drauf, braucht man aber nicht. Also, wenn man irgendwie besondere Einstellungen vornehmen will, dann geht das natürlich hiermit besser. Wenn man ganz normal einfach nur mobiles Breitband auf seinem Computer nutzen will, andere Software ist überflüssig, Windows 8 macht das alles selbst. Und es funktioniert auch wirklich gut. Ja, so viel zu mobilem Breitband auf Windows 8. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.